Teil 3. Planet Jemison. Ich streame doch heute nochmal. Ich habe herausgefunden, wie der Sprungantrieb funktioniert. Und zwar mit den Pfeiltasten kannst du hier Energie abziehen bei anderen Systemen und die dann auf den Gravitationsantrieb übertragen. Jetzt nehme ich die wieder runter, dann gehe ich nach links und mache die hier wieder drauf. So hat das dann funktioniert. Wir sollen jetzt hier landen. Oh, aufstehen? Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich da runter. So. Okay, dann gehe ich über die Map. Ziviler Außenposten. Da sollen wir nicht hin, wir sollen dahin. Landen. X. Der jetzt wieder irgendwo im Nirgendwo gelandet. Es sieht fast so aus. Wie sieht denn das mit dem Helm aus? Hat er einen Helm auf? So. Den Anzug hat dabei. Wo ist die Mütze, Kollege? Ohne Mütze gehen wir nicht raus. Wachraum. Anzüge. Okay. Habe ich einen anderen Anzug an? Okay. Egal. Helme. Wir brauchen einen Helm. Piratenhelm. Haha. Der sieht doch ganz gut aus. Hat er jetzt einen Helm auf oder nicht? Nein. Kollege, setz einen Helm auf. Waffe haben wir keine. Oh, wir müssen vorsichtshalber mal eine Waffe mitnehmen. Hey, das war Map, Entschuldigung. Frachtraum. Waffen. Cutter, den brauchen wir jetzt nicht. Nehmen wir die mit. Und unsere Pistole nehmen wir auch mit. Wo sieht man hier, wie viel Munition wir dafür haben? Schuss 76, da steht's. Die nehmen wir mit. Hier haben wir 135 Schuss. Gut. Haben wir 0, die brauchen wir also nicht. 64 Schuss. So eine Waffe dabei zu haben, ist manchmal gar nicht verkehrt. Okay. Er hat schon wieder keinen Helm auf. Warum nicht? Also Waffen haben wir jetzt bei. Gut. Die rüsten wir aus. Helm hat er auf. Hoffe ich.
Obwohl es so aussieht, dass er keinen Helm auf hat. Mann, Mann, Mann. Gesundheit. Kein Medipack. Oh, da müssen wir auch noch mal gucken. Sonstiges. Zurück. Frachtraum. Hilfe. Medipack, da haben wir sie. Acht Stück, okay. Da gönnen wir uns mal eins. Gibt es hier draußen Luft? Ja, wie es aussieht, ja. Landeplatz erkunden, ja. Ah, da müssen wir hin, nehme ich an. Oder da. Zu diesem Ort reisen, ja. Oh, man kann auch sofort das Schiff verlassen. Tolle Wurst, jetzt sind wir aber weit gereist. Meter. Unbekannt, unbekannt. Alles unbekannt. Meter, 300 Meter. Sollten wir wirklich dahin? Weiter rauszoomen geht nicht. Ach doch, da. Wir sollten doch nach New Atlantis. Keine Ahnung, wie ich da in dieser komischen Gegend gelandet bin. Jetzt sind wir auf jeden Fall in New Atlantis. Okay. Dieser sinnlose Angriff auf eine Forschungsanlage der United Colonies wird Folgen haben. Wir weisen dir die neuen Aufgaben so bald wie möglich zu. Du, Bobby, wirst deine neuen Pflegeeltern kennenlernen. Meine Eltern sind nicht tot. Sie waren bloß in einem anderen Shuttle. Sie kommen nach. Oh, nun ja. Das könnte sein. Wir wollen... Helena Chambers. ID SS-COM-1327. HCHA. Ich war die Stationsverwalterin. Ich muss dem MAST sofort Bericht erstatten. Diese Behandlung ist vollkommen inakzeptabel.
Als du beim Angriff der Varun-Fanatiker auf die Station versäumt hast, die Evakuierungsmaßnahmen einzuleiten, hast du jegliche Befugnis verwirkt. Aha. Danke für deine Dienste. Wir werden dir eine neue, passendere Position zuteilen. Und Ricardo, es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Ohne dich hätte es da niemand lebend rausgeschafft. Zum Glück konnte ich mich noch an meine Flugstunden erinnern. Ist schon etwas her gewesen. Ich habe alles über New Atlantis gelesen. Stimmt es, dass die Net 8000 Kilometer pro Stunde schnell ist und dass die Bürger für eine Fahrt weniger zahlen? Oder dass die ganze Stadt einem zum Geburtstag gratuliert? Meiner ist am 11. Juni. Letztes Jahr sind meine Eltern mit mir nach Aquila City geflogen. Da hat's gestunken. Hier stinkt's aber nicht. Nein, ja und nein. Und ich markiere den 11. Juni in meinem Kalender. Wegen Aquila City, nun ja. Die Luftreiniger New Atlantis sind die allerbesten. Aha. Aquila City? Hört schon auf, da leben doch bloß Volltrottel. Das ist nicht ganz fair, oder? Vor ein paar Jahren haben die Freestar Ranger mich gerettet. Spacer im Narion-System wollten mich enden. Da haben sie mir einfach so beigestanden. Für den Notsprung nach Hause geholfen. Feine Typen. Aber ihr müsst alle erschöpft sein. Okay, dann gehen wir jetzt weiter. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Okay. Er ist schon wieder außer Puste. So, wo fahren wir hin? Dahin. Das war markiert, da fahren wir hin. Okay, wie geht's weiter? Müssen wir erstmal den Bahnhof verlassen. Ich wünschte, die Barkeeperin im Viewport würde aufhören, sich zu beschweren. Egal, was sie verloren hat, mit Nörgelei findet sie es nicht wieder. Typisch Barkeeper. Immer nur beschweren. So, gibt's hier einen Weg dadurch? Sieht nicht so aus. Soll ich einfach da durchrennen? Ja, das geht. Nicht die feine Art, aber es geht. Die Loge, wir haben sie. Captain, es sind gewiss alle in der Bibliothek. Wäre Derek hier, würde er sagen, dass sie nun Teil von etwas Größerem sind und dass sie sich hier wie zu Hause fühlen sollten. Lächerlich. Die Wette gewinne ich garantiert. Bist du meine Theorie denn wirklich? Wir haben wohl Besuch? Ja, Besuch. Willkommen bei der Constellation. Es gibt viel zu besprechen. Verrätst du uns, was mit unserem Freund passiert ist? Warum bist du hier und er nicht? Ah. Vasco, verifizieren. Alle getätigten Aussagen sind korrekt. Ach, typisch. Barrett überlässt unser Schiff und unseren Roboter irgendjemandem von diesen Billigminern, die er immer bucht. Mhm, genau. Und wenn wir nicht auf die Notfallprotokolle bestanden hätten, wäre der Space Miner hier schon auf dem halben Weg nach Neon. Ist er aber nicht. Er ist hier, mit dem Artefakt. Danke, Matteo. Also, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Was ist passiert, als es extrahiert wurde? Hat jemand etwas gesehen oder gehört? Jetzt könnten wir die Wahrheit sagen.
Interessant. Ganz ähnlich hat Barrett es beschrieben. Wenn auch weniger blumig. Da. Hört ihr das? Glaubt ihr mir jetzt? Es hat nie jemand bezweifelt, dass es passiert ist. Aber wenn du erwartest, dass wir an Märchen glauben, Kott... Wenn das hier das größte Mysterium im Universum ist, kann es doch auch Teil des ultimativen Mysteriums sein. Meine Herren, Konzentration. Noel, es ist Zeit, deine Theorie zu testen. Gut, mal sehen. Die Artefakte reagieren aufeinander. Die Teile, die wir schon haben, bewegen sich, wenn sie sich nahe kommen. Wenn wir das Neue zu den zwei Alten hinzufügen... Das Artefakt. Leg es bitte hier auf den Tisch. Das ist es. Genau wie die anderen. Wir dachten zuerst, es gibt nur zwei davon. Ah, mein Gott! Das ist es! Sie reagieren! Seht nur, wie sie sich zusammenfügen. Die Energie zwischen ihnen? So reagiert kein künstlich hergestelltes Material in den besiedelten Systemen. Normal nicht. Ich atme. Du kriegst noch einen Herzinfarkt. Nicht nur sie. Wenn sie sich zusammenfügen, dann muss es ein Set geben. Ja. Von einer Intelligenz außerhalb der besiedelten Systeme erschaffen. Die 2000 Credits für unsere Wette gelten noch, Cautry? Die Wette gilt, Walter. Tja, wenn wir alle Antworten hätten, wäre es ja langweilig, oder? Ich will den Augenblick nicht ruinieren, aber was machen wir mit dem Neuankömmling hier? Na, ins Team aufnehmen. Also, bereit an die Arbeit zu gehen und rauszufinden, ja, ob du dich schon, der Erkundung unseres kleinen Universums widmen willst? Okay, ich bin dabei. Komm ruhig erstmal an. Stell dich allen vor. Es sind gerade nicht alle Mitglieder hier, aber du wirst sie bald kennenlernen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Wir gehen ein wenig auf Reisen. Ich zeig dir die Grundlagen. Und hier, das hast du dir verdient, weil du uns das Artefakt gebracht hast. Zusätzlich zu den Credits erhältst du von uns einen Rucksack mit ein paar Extras. Aha. Du brauchst ihn da draußen ohnehin. Achte nur auf deinen Kopf. 400 Credits, na Shane. Wir haben uns immer als Entdecker gesehen, aber jetzt haben wir wirklich völliges Neuland betreten, was? Das war unglaublich, oder? Die Artefakte, meine ich. Sorry, das ist sicher alles ein wenig überwältigend für dich. Für dich aber auch. Wobei, ein wenig ist wohl ganz schön untertrieben. Ich bin Noel. Freut mich, dich kennenzulernen. Und danke, dass du uns das Artefakt gebracht hast. Du willst also eine Weile bleiben? Gut. Ich glaube, wir finden schon was für dich. Und auf dem Weg kann ich dich ein wenig rumführen. Okay. Also, die Bibliothek kennst du ja schon. Ja. Walter ist ziemlich stolz auf die Sammlung, aber Matteo hat nicht wenig dazu beigetragen. Die Gärten sind hier raus. Wenn du mal ein wenig in Ruhe nachdenken willst, Betonung liegt auf Ruhe, meistens zumindest. Gehen wir rauf. Der Gründer der Constellation, Sebastian Banks, hat den Laden hier vor Jahrzehnten errichtet. Damals war das wichtig, doch mittlerweile kennt man uns in der Stadt kaum noch. Ah, da hinten haben wir schon eine Forschungsstation oder sowas. Hier liegen wieder Flaschen rum. Aha. Das ist die Bar. Gewöhnlich ohne Bedienung. Also greif ruhig zu. Kochstation, ha. Natürlich. Natürlich. Dann mal sehen, das Zimmer. Du hast Glück. Wir sind bereits fast voll, aber ein Zimmer gibt es noch für dich. Prima, dass hier so viel los ist. Hört sich gut an. Thank you.
Aha, da ist es. Okay, hier schläfst du. Aufenthaltsraum auf der einen Seite, da ist es ruhig. Matteo ist auf der anderen, das ist vielleicht nicht so ruhig. Bestimmt hat Sarah für uns alle etwas geplant. Ich gehe lieber wieder zurück, will sie nicht zu lange warten lassen. Viel Spaß! Danke! So, was gibt's denn hier? Ein Uhrengehäuse. Ah, das ist das passend zu meiner Uhr. Na gut, das ist also mein Zimmer. Eine Kochstation. Die probieren wir bei Gelegenheit mal aus. Jetzt gehen wir erstmal wieder runter. Warst du in letzter Zeit mal auf dem Auge? Auf dem Auge? Oh. Ist eine Weile her. Ich hoffe, ihr Quartier ist zu ihrer Zufriedenheit. Jo, ist es. Die Leute lieben den Freiraum und den Weltraum. Okay. Wir haben also die Loge gefunden. Das wollte ich heute unbedingt noch fertig machen. Jetzt höre ich wieder erstmal auf, speichern und morgen geht's dann weiter. Wir zu Diensten, Captain. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.